Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 89. Videoleistungskurs Mathe. Heute erfülle ich einen Zuschauerwunsch. Endlich hat sich jemand mal getraut zu fragen und zu bitten, ich soll einmal das Newton-Verfahren erklären. Das mache ich natürlich sehr gerne. Kurzes Durchscrollen über die Videos, die ich schon ins Netz gestellt habe. Wem das jetzt zu schnell geht, der hält das Video natürlich an und schaut sich das in Ruhe an. Also, es geht heute um das Newton-Verfahren. Ich lese es alles vor, weil ihr sonst meine Schrift nicht lesen könnt. Ich muss mich mal hier eben orientieren. So. Bin ein farbenfroher Mensch. Wir machen das mal in Blau. Auf geht's. Ich möchte das mal an einem Beispiel erklären, und zwar wir haben die Funktion f von x gleich x hoch 3 plus 1 Viertel x Quadrat minus 0,5x, also ein Polynom dritten Grades, und man soll die Nullstellen bestimmen. Das ist Newton-Verfahren bestimmt, also Nullstellen. Erkennbar bei einer Funktion dritten Grades, so wie hier, da hat man ja nur die Möglichkeit, in der Schule erstmal nur die Möglichkeit, eine Nullstelle durch Raten zu finden. Ich sage immer, man rät, also 1, 2, 3, minus 1, minus 2 oder minus 3, das passt hier alles nicht, wie man sich davon auch überzeugen kann. Dann hat man erstmal mit den schulischen Mitteln keine Möglichkeit, eine Gleichung dritten Grades zu lösen. Wenn man die Möglichkeit hat, greift man zu einer GeoGebra-Skizze. Ich kann euch also nur das Programm GeoGebra für die Schule empfehlen. Und ihr seht, ich habe hier oben auf meinem Zettel, habe ich das richtig geschrieben, x hoch 3 plus 1 Viertel x Quadrat minus 0,5. Ihr seht hier, dass die Funktion, dass der Graph nur eine Nullstelle hat. Ja, ich kann das jetzt vergrößern und die Einheiten natürlich noch verändern. So zum Beispiel machen wir es noch ein bisschen größer. So. Ist noch ein bisschen größer. Ihr seht irgendwo hier bei 0,7. Weiß der Kuckuck woher. Okay, also man hat so einen Anfangsverdacht, sage ich mal. 0,7. Auf jeden Fall, Newton-Verfahren ist, sage ich gleich noch, irgendwo zwischen x1 gleich 0 und x2 gleich 1 ist eine Nullstelle, aber wo? Was macht man nun im Newton-Verfahren? Der erste Schritt besteht daraus, dass man erstmal eine Vermutung äußert, wo diese Nullstelle sein könnte. Und ich vermute jetzt mal bei 0,7 aufgrund der Zeichnung. Wer in der Klausur das machen muss und keine Zeichnung hat, also keine Grafik wegen Taschenrechner, der lässt sich einfach mit dem Taschenrechner eine Wertetabelle machen. Und zwar, ich sag mal, Schrittweite 0,1. Meinetwegen von minus 10 bis plus 10, und das macht der Taschenrechner ja auf Knopfdruck. Und wenn man sich dann die y-Werte anschaut, die dann ja immer kleiner werden und dann entweder von plus nach minus gehen, von minus nach plus oder ganz klein werden und dann wieder ganz groß, wenn das so eine doppelte Nullstelle ist, dann kriegt man also mithilfe der Werte schon eine Vermutung, was man also machen kann. Wir nehmen also mal die Vermutung 0,7. Schritt 1, man legt an den Graphen von f im Punkt 0,7, an der Stelle 0,7 eine Tangente. Dazu braucht man die erste Ableitung. Das bedeutet, die Funktion muss differenzierbar sein, da komme ich gleich noch zu. Die erste Ableitung ist 3x² plus 0,5x. Ja, und dann setzt man diesen Wert ein, f' von 0,7. Ich bitte euch, dass, wer das hier liest und sieht, alles nachzurechnen. Ich kann mich verschrieben haben, es kann ein Tippfehler sein, ich kann mich verrechnet haben, da bin ich also nicht frei. Und das ist ja dann die Steigung der Tangente. Ich habe da 1,82 rausbekommen. Und man braucht den x- und den y-Wert, um die Tangentengleichung aufzustellen. Also ich brauche f von 0,7, habe ich auch aufgeschrieben, und da bekomme ich minus 0,03 heraus. So, jetzt habe ich den Punkt und die Steigung, und dann kann ich die, habe ich hier nochmal aufgeschrieben, m ist 1,82, der p0 ist 0,7 minus 0,03, und dann kann ich die Tangentengleichung aufstellen. Hier habe ich die Steigung direkt eingesetzt, und um das n auszurechnen, muss ich jetzt noch x und y einsetzen. Y ist minus 0,03, x ist 1,82 bei 0,7 plus n,
und wieder bitte nachrechnen, n ist minus 1,304. Also lautet die Tangentengleichung, oh, machen das mal etwas farbenfroher, ist ja immer noch nicht so dick, hm? Also lautet die Tangentengleichung y gleich 1,82x minus 1,304. So, der zweite Schritt beim Newton-Verfahren, der erste Schritt war also Ermittlung der Tangentengleichung an diesem vermuteten, an der Stelle dieses vermuteten, der vermuteten Nullstelle. Der zweite Schritt besteht jetzt darin, wo schneidet die Tangentengleichung, die Tangente, die x-Achse. Total einfach. Ja, habe ich nochmal aufgeschrieben, Tangente schneidet die x-Achse. Wo? Ich nehme also diese Tangentengleichung, setze die gleich 0 und rechne schön sauber und ordentlich und bekomme raus x gleich 0,716. Das ist jetzt der erste Näherungswert für die gesuchte Nullstelle. Das heißt, der Ausgangsgraph von x gleich x hoch 3 plus 1 Viertel x Quadrat minus 0,5 hat wohl bei 0,716 etwa eine Nullstelle. Wir gucken uns das nochmal unter GeoGebra an. Ihr seht, pardon. Ja. Ihr seht jetzt, warum ich GeoGebra liebe. Ihr seht, das ist noch weiter dahinter. Gut, im Prinzip habe ich euch jetzt das schon geschildert. Das Newton-Verfahren besteht jetzt darin, dass man diesen ersten und zweiten Schritt mit diesem zuerst gefundenen x0-Wert nochmal macht. Wir haben ja angefangen mit x0 gleich 0,7 und haben jetzt eine erste Näherung herausbekommen mit x gleich 0,716. Und jetzt macht man das ganze Verfahren nochmal, aber mit diesem Wert. Und das habe ich natürlich auch gemacht. So, nee, das ist viel zu groß. Also, und zwar überprüft man nun ein erstes Mal, so ergibt sich mit dem Taschenrechner f von 0,7 ist minus 0,0345 und f von minus 0,716 ist etwa minus 0,00477403. Ihr seht, das ist schon eine super tolle Näherung für eine Nullstelle. Also habe ich doch nicht nochmal gemacht, überlasse ich euch. Lässt man das erstmal so stehen. Wie gesagt, wer Spaß hat, kann das jetzt nochmal machen mit x0 gleich 0,716. Erster Schritt also Tangente an den Graphen anlegen an dieser Stelle. Ist immer der erste Schritt und zweiter Schritt ist immer Nullstelle der Tangente bestimmen. Und ihr seht schon, die Nullstelle der Tangente ist immer eine Näherung für die Nullstelle des Graphen. Allgemein habe ich das folgendermaßen nochmal aufgeschrieben. Wo ist f von x gleich 0? Das ist also die Frage oder das Thema bei Newton, bei dem Newton-Verfahren. Erster Schritt. Man bestimmt ein ganzzahliges Intervall der Länge 1 und wählt, wenn man jetzt gar nicht weiß, wo man anfangen soll, die Mitte als Startwert x0. Hier habe ich es jetzt hier gemacht. Ich habe das Intervall 0, 1 bestimmt. Und aufgrund der Zeichnung habe ich jetzt nicht 0,5 gewählt, sondern sofort 0,7. Das war natürlich schon ein bisschen näher dran. Als nächstes, zweiter Schritt, man bestimmt die Tangente an den Graphen von f an der Stelle x0 mit x0 f von x0 als Berührpunkt und f' von x0 gleich Tangentensteigung m. Habe ich auch vorgemacht. Drittens, man setzt die Tangentengleichung gleich 0. Die Lösung ist die gesuchte erste Näherung oder zweite Näherung oder dritte Näherung. Viertens, man wiederholt die Schritte 1 bis 3 mit dem neu errechneten x0-Wert. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist das Verfahren. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4. Habe ich nicht noch eine? Ich muss mal eben gucken. Eigentlich hatte ich nämlich noch eine. Eins, zwei, drei, drei. Muss ich mal eben eine Pause machen.
So, jetzt ist die Pause vorbei. Ich habe da doch eins vergessen. Ich möchte noch ein paar Ergänzungen zu dem Newton-Verfahren machen. Und zwar erstens habe ich ja schon gesagt, die Funktion muss differenzierbar sein. Das ist ganz klar, weil man ja die erste Ableitung bildet. Wenn die Funktion also nicht differenzierbar ist, dann hat man große Schwierigkeiten. Der gesuchte Startwert muss ziemlich dicht. Das ist jetzt wieder so eine kritische Kiste. Muss ziemlich dicht an der Nullstelle des Graphen liegen. Eine Skizze oder, wie ich schon gesagt habe, eine Wertetabelle mit dem Taschenrechner ist da immer hilfreich, damit man also nicht zu weit von der Nullstelle entfernt ist. Wenn man zu weit von der Nullstelle entfernt ist, dann kann das in irgendwelche Richtungen gehen, die überhaupt nichts mit der Nullstelle zu tun hat. Wer ein bisschen was von Programmieren versteht, drittens, kann dieses Verfahren natürlich auch programmieren. Die Schritte wiederholen sich ja immer wieder mit dem neuen Wert. Da kann man so eine schöne Schleife programmieren, wenn ihr wollt, aber muss auch nicht sein. Ja, ich hoffe, das war's, was der Zuschauer sich gewünscht hat. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen verständlich erklärt. Ansonsten sei normal, wer Wünsche hat, kann die mir gerne mailen oder posten, auch wenn es nicht sofort erfüllt wird. Ich habe das im Kopf, mache ich ganz gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt ihr mich weiter. Wenn nicht, verschweigt ihr bitte, dass es mich gibt. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.